sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Bürgerkammergesellschaft, es ist mir eine große Freude, an diesem ganz besonderen Tag, nämlich am Tag der 20. Preisverleihung seit 2000, an Erich Hackel Sie alle herzlich begrüßen zu dürfen. Zuerst danke an die Gemeinde, an Herrn Bürgermeister Malanik, dass wir Gastfreundschaft genießen dürfen. Und dann wieder. Ja, sehr schön. Und dass auch die Gemeinde, wie ich höre, jetzt dabei ist, dieses Geburtshaus, das Doktorhaus, noch zu erhalten und dort auch die Erinnerung an Theodor Kramer, diesen ganz großen österreichischen Bürger, wachzuhalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie ich weiß. Ich möchte mich für die Gastfreundschaft bedanken, auch beim Kulturverein von Niederhollerbrunn, die ja vorbereitet haben, und wo es immer eine klarlose Zusammenarbeit gegeben hat. Dann möchte ich sagen, ich bin ganz erfreut und überrascht, dass angesichts dieser Covid-19-Krise doch so viele Menschen sich nicht nehmen lassen, zu dieser Preisverleihung im Namen von Theodor Kramer, im Namen Theodor Kramers, heute an Erich Hackel zu kommen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen einen der Preisträger aus dem Jahre 2014, Harry Kuhner. Schön, dass du da bist. Es sind auch Verwandte des ehemaligen Preisträgers Fritz Kalmer hier in der Runde. Auch das ist eine ganz besondere Freude. Dieser Preis wurde an Kalmer 2002 verliehen. Ich kann mich noch an das Gespräch mit Ihnen über den großen Teich erinnern, und das war sehr bewegend. Also danke, dass Sie gekommen sind. Schließlich ist das heute auch deswegen ein besonderer Tag, nicht nur wegen dieser 20-jährigen Jubiläums, sondern weil heute etwas stattfinden wird, was Sie zum ersten Mal hören werden. Nämlich Lieder von Peter Svetkov. Dazu sage ich später noch etwas, und ich begrüße sehr herzlich seine Witwe Renate Svetkov, die es überhaupt ermöglicht hat, dass diese Lieder heute zum ersten Mal aufgeführt werden. Und Sie herzlich begrüßt, Frau Svetkov. Ich habe diesen schönen Satz von Konstantin Kaiser zu Kinde Bolbecher schon öfter zitiert, weil er mir so gut gefällt. Als dieser Preis vor 20 Jahren, nach langen, langen Jahren, nach dem Tod von Theodor Kramer und nach einem längeren Bestehen der Theodor Kramer Gesellschaft überhaupt möglich geworden ist und wir Gelder vom Land Niederösterreich bekommen haben, wofür ich mich auch nochmal so herzlich bedanke für die Dotierung, da haben die beiden damals einen schönen Satz formuliert. Dieser Preis soll ein Zeichen setzen, heißt es da, dass in Österreich nicht alles in eine Richtung verläuft, dass dies ein Land mit seinem Widerspruch ist und im Widerspruch und Ringen mit sich selbst auch weiterschreitet. Was ist das für ein schönes Wort? Dieses optimistische Weiterschreiten. Das ist der Grund, die Grundlage dieses Preises. Und dann begrüße ich natürlich last but not least, das heißt immer zuerst, den heutigen Preisträger, nämlich den Erich Hackel, der anlässlich des 20. Verleihung dieses Preises der Preisträger ist. Das war für uns ganz selbstverständlich, und Marianne Hünsberger wird dann auch die Jurybegründung vortragen. Ich grüße dich sehr herzlich mit deiner Familie. Bitte. Da ich von Erich schon verraten bekommen habe, was er heute sagen wird, was mich sehr beeindruckt hat, ich denke, es wird Sie auch beeindrucken, da erinnert er sich an die Zeit, wie er zu Theodor Kramer entdeckt hat. Erinnerung. Heute werden vier Lieder am Schluss vorgetragen, wo sich Theodor Kramer aus dem britischen Exil im Jahre 1943 an sein Leben in Österreich
vor 1938 erinnert, in diesen vier Burgenländern gewichen, die Peter Selkow so wundervoll vertont hat oder komponiert hat. Und ich habe mir gedacht, das passt sehr gut, wenn wir hier sind, 100 Meter nach dem, neben dem Geburtshaus von Theodor Kammer. Er hat einen Text geschrieben, im engen Umfeld dieser vier Burgenländer-Gedichte aus dem Jahre 1943 im britischen Exil. Und dieses möchte ich Ihnen zu Beginn auf den Weg geben. Auf dem stillen Kirchberg stand schön mein Vaterhaus. Und ich sah ins weite Land übers Dorf hinaus. Sah die Mühl am unteren End und die Ziegelei. Korngelände und Kleegelände längs der Häuser. Sah das Dorf vom Kirchberg gut, zählte nicht dazu ganz, denn nah war nur das Gut und des Friedhofs Ruhe. Und so blieb es, weil ich sehe und doch abseits wohn, sind vom Gras und Korn wie schön von wem und nun. Liebe Marianne, würdest du so lieb sein, den Text für Erich Hartl vorzutragen? Danke. Ich habe jetzt die Ehre, im Namen der Theodor Kammer Gesellschaft die Jury begründen zu verlesen. Lieber Erich Hartl, es sind nach einem Wort von Jean Amélie gerade die Opfer des Nationalsozialismus, denen die Nachgeborenen nicht verzeihen können, zu ungeheuerlich lasten sie als Vorwurf auf dem mühsam und selbstgefällig weitergeführten Weg. Erich Hacke stellt sich mit seiner Literatur gegen diese Selbstgefälligkeit. Als einer der ersten Schriftstellerinnen in Österreich begann er vor über 30 Jahren von den schlichten Handlungen derer zu erzählen, die sich der Vernichtung entgegenstellten, ob durch das Festhalten an ihren Idealen, durch ihr Handeln oder die Flucht durch das Wort oder die rettende Tat für andere. Seine Gestalten sind von kompakter Lebendigkeit, sind plastisch. Man glaubt, um sie herumgehen zu können, kann sich ihr Verhalten und ihre Gefühle in anderen Situationen als den geschilderten vorstellen. Er eröffnet mit seinen Erzählungen die Zugänge zu Traditionen des Widerstands. In diesem nur hat es sich der geschichtliche Zusammenhang, das Ringen der Menschheit und der Befreiung aus den selbst auferlegten Fesseln erhalten. Erich Hacke beschreibt nicht die Vergangenheit, derer es sich bei diversen Jubiläen zu bedenken gibt, sondern im ganzen, im großen Zusammenhang, der durch die Schwachheit der Vergesslichkeit verdeckt wird. Und er beschreibt mit einem aufmerklichen Besonderen nicht plausibel das Verbrechen. Die geläufige Vorstellung, die heute herrscht von Exil, ist, dass die Leute, die dieses Land 38, 39, spätestens 41 verlassen konnten, dass die in die Freiheit geflüchtet sind. Was dabei vollkommen übersehen wird, ist, dass Exil Unfreiheit ist, dass es Verbannung ist, dass es eine lebenslange Unfreiheit ist, eine Traumatisierung nicht nur durch die Umstände der Vertreibung, die von der Zeitgeschichte immer wieder dokumentiert wird, sondern auch um das weiterhin Bestehen der Unfreiheit, nämlich vertrieben zu worden zu sein, nicht mehr sein zu dürfen an dem Ort, wo man herkommt, in der Gemeinschaft, in der man
seine ersten Orientierungsversuche unternommen hat, deren Spannungen und Widersprüche einen geprägt haben. Diese Unfreiheit ist neben der Traumatisierung durch vieles, was in dem Umkreis der Exilierten geschehen ist, das, was die Bitterkeit und die nicht auflösbare Bitterkeit des Exils ausmacht. Wir feiern heuer oder feiern auch nicht 75 Jahre der sogenannten Befreiung 1945 und haben in diesem Zusammenhang viele Probleme nicht gelöst. Besonders haben wir, ich denke da etwa an einen Zeitgeschichtler, der sich darüber wundert, dass es immer noch in Österreich 2/5 der Schüler gibt, die glauben, dass Österreich ein Opfer nationalsozialistischer deutscher Aggression wurde 1938. Und dieser Zeitgeschichtler sagt dann gleich wieder, es ist ein junger Zeitgeschichtler der Universität Wien, gegen das, dass die das noch glauben, muss man was tun. Und jetzt frage ich, was will man ihnen denn glauben machen? Dass alle Österreicher Nazis waren? Dass alle begeistert waren davon, dass sie dann in den Krieg ziehen durften und so weiter und so fort. Begeistert waren, dass sie die Juden berauben durften in Wien oder in Innsbruck oder in Linz oder in Graz. Oder wollen wir ihnen beibringen, dass sie sich verantwortlich als Österreicher mit dem, was da geschehen ist, auseinanderzusetzen haben, dass es hier nicht um Distanzierung und schlaffes Zurückgleiten von einem unangenehmen Gegenstand, wo ohnehin alle Nazis waren, geht, sondern darum geht, auch die Seite des Widerstandes ins Auge zu fassen. Das ist genau diese Auffassung, wo man immer vom Opfermythos spricht, was im Sinne einer philosophischen Nachdenkens über den Mythos ja auch überhaupt kein Mythos ist. Überhaupt der Begriff Mythos völlig unangebracht und irrational ist. Und als Spiegelbild des irrationalen Denkens, die das immer wieder in den Mund nehmen. Wenn man da immer wieder vom Opfermythos redet oder von der Lebenslüge Österreich, da hätte ich einige andere Lebenslügen zu erzählen als diese. Nämlich die Nullpunktlüge und diese Nullpunktlüge, die kein Mythos ist, aber eine gut funktionierende Lüge. Die da glaubt, dass der Antisemitismus und der Nationalsozialismus sozusagen wie ein Licht, wie mit dem Lichtschalter abgedreht waren. Das waren sie nicht. Man hat sich dann im künstlerischen Bereich im Sinne der Nullpunktthese sehr stark bezogen auf Manifestationen österreichischer Postavantgarde wie des Wiener Aktionismus und der Wiener Gruppe. Dies waren sozusagen ein paar gelungene, innovative Kunstübungen, mit denen man stolz hausieren gegangen und deren besonderer Wert darin lag, dass sie die Empörung irgendwelcher Ewiggestriger oder Provinzler auf sich gezogen haben und damit offenbar qualifiziert waren, eine Überwindung nationalsozialistischer Ästhetik darzustellen. Nun denn, die Wahrheit über nationalsozialistische Ästhetik waren die Konzentrationslager, war Mord und Blutvergießen, das war die Ästhetik des Nationalsozialismus. Und die war nicht zu überwinden, indem man Blut- und Bodenliteratur, Heimatliteratur und so weiter sagt, das machen wir nicht mehr, obwohl das machen wir ja weiter. Wir haben ja weiter in Wirklichkeit verdeckte Blut- und Bodenliteratur. Wir haben nur nicht das kritische Instrumentarium, um das auch aufzuschlüsseln. Und das müssten wir eigentlich liefern, dieses kritische Instrumentarium. Dass wir das als Kramer-Gesellschaft bisher noch nicht getan haben, ist traurig, weil damit werden wir den Stillstand, in dem sich das Denken seit der Waldheim-Affäre in Bezug auf das österreichische Gemeinwesen in der österreichischen Intelligenz befindet, den Stillstand nicht überwinden, außer wir entwickeln unser kritisches Instrumentarium ein bisschen weiter. Es ist ja sehr charakteristisch, dass im intellektuellen, im germanistischen, im literaturwissenschaftlichen Diskurs eine weitere, tiefere Analyse
von dem, was man dann als Blut und Boden am Staffittchen gefasst hatte und beim Fundamt gewissermaßen abgegeben hatte, nicht weiterentwickelt hat, dass auch die Antisemitismus-Theorie oder die Analyse des Antisemitismus in der kulturwissenschaftlichen Sphäre stehen geblieben ist, stecken geblieben ist. Und da würde ich wohl sagen, es gibt zwei große Faktoren, neben dem persönlichen Antisemitismus, dem Affekt, den gewisse Leute haben. Es gibt da drei große Faktoren des Antisemitismus, die in Österreich nach wie vor wirksam sind. Der erste Faktor ist, wir haben einen strukturellen Antisemitismus, in dem der persönliche antisemitische Affekt an das Gemeinwesen delegiert wird. Der Staat hat letztlich die Verantwortung, die Judenpolizei, die Judenfrage zu regeln. Er hat darauf zu achten. Und wenn er das nicht tut und sozusagen judenfreundlich wird, dann rennen wir zu den Freiheitlichen und wählen die. Diesen strukturellen Antisemitismus haben wir in Österreich und der ist nicht überwunden und der ist nach wie vor virulent. Das Zweite aber ist, was die antisemitische Struktur unseres Kulturlebens ausmacht, ist diese bedingungslose und gedanklose Hinnahme der Resultate der Nazi-Herrschaft, der Hauptresultats kulturellen, nämlich der Vertreibung eines großen Teils, wenn nicht des größten Teils, der österreichischen Intelligenz, Schriftsteller, Literatur, Musik aus Österreich, die Verbannung ins Exil und das Abfinden damit, dass diese Verbannung nicht aufgehoben wurde, sondern es sich gemütlich machen in der Abwesenheit dieser Leute. Da ist man ja dann unentbehrlicher, wenn Leute, von denen man weiß, was für Qualifikationen sie haben, nicht da sind. Diese Gemütlichkeit der Daheimgebliebenen, das ist ja nicht die Ewiggestrigen, das ist eine neue Qualität von kretinösen, antisemitischen Leben. Auf dem Schoß Adolf Hitlers sozusagen vor sich hin lebend. Eine wirkliche Befreiung hätte nicht bedeutet, dass man endlich die Ästhetik der Wiener Aktionisten akzeptiert, von der man, oder die Ästhetik der Wiener Gruppe akzeptiert, wobei man sich nur immer wundern muss, dass in Österreich kaum eine kritische Stimme je registriert hat, wie diese kulturellen und literarischen Richtungen mit keinem Wort je oder kaum je darüber nachgedacht haben, was eben in der Shoah passiert ist, wo etwa die 200.000 Wiener Mitbürger hingekommen sind, die so plötzlich in einer relativ kurzen Zeitperiode aus verschiedensten Gründen die Stadt zu verlassen haben, dass die eigentlich kein Thema mehr waren, wie vom Erdboden verschluckt in dieser Literatur. Die Exilierten sind hier von der Landkarte verschwunden. Das war einer der wesentlichen Gründe, warum wir diesen Theodor-Kramer-Preis ins Leben rufen und gerufen haben und ins Leben rufen mussten. Weil es ging darum, das Exil, soweit wir es konnten, nicht nur wieder sichtbar, kenntlich, lesbar, nachvollziehbar in irgendeiner Form zu machen, sondern darum, es zu befreien. Weil es ist eine Befreiungstat, wenn wir Exilierten die Möglichkeit bekommen, hier in Österreich einen Preis zu bekommen. Damit kommen sie irgendwie an den Ort ihrer Herkunft und bekommen, wenn auch nur eine beschränkte Wirksamkeit im Rahmen dessen, was wir halt vermögen. Aber das, was wir vermögen, ist schon etwas wie ein hier sich wiederfinden, hier sich wieder orientieren, hier sich wieder bewertet sehen zum Beispiel. Normalerweise wird der Exilierte überhaupt nicht bewertet. Entweder wird er missachtet, dann spricht man in der Grazer Germanistik zum Beispiel von Gedenkliteratur,
guter Witz, ja. Oder aber er wird gewissermaßen bemitleidet und man hätschelt ihn ein wenig, weil er halt gelitten hat unter uns. Aber nicht bewertet. Durch den Kramerpreis wird man bewertet. Oder wir versuchen zumindest zu bewerten. Wir schreiben Begründungen, die differenziert sind, die, in denen wir nicht irgendwie einfach etwas erwähnen davon, dass jemand verfolgt war, sondern wir gehen sehr genau auf die literarischen und kulturellen Leistungen der Preisträger ein. Man könnte mal eine kleine Publikation machen mit den ganzen Preisbegründungen und man wird sehen, dass die äußerst differenziert und manchmal sogar sehr genau waren. Manchmal auch kritisch. Das heißt jetzt nur kurz gesagt, wir stehen immer noch, wir, die Kammergesellschaft, wir, soweit wir mitdenken wollen, stehen immer noch vor der Aufgabe, eine unvollendete Befreiung zu Ende zu führen oder weiterzuführen. Diese Befreiung war unvollendet und eine wirkliche Befreiung hätte bedeutet, in der Kultur den Zusammenhang mit der kämpferischen Dichtung vieler Befreiungsbewegungen in vielen Ländern herzustellen. Sei es nun italienische, antifaschistische, spanische, französische, griechische, ich möchte jetzt keine Namen aufzählen. Es ist unheimlich beschämend, wenn man die österreichische Nachkriegsliteratur zum Teil bis heute anschaut, welche geringe Kenntnisnahme der großen internationalen antifaschistischen und Befreiungsliteratur da vorhanden ist. Die Leute kennen keine Nazim Hikmet, sie kennen keine Lucien, sie kennen gerade noch ein bisschen den Pablo Neruda, der war mal in Mode, den kennen sie gerade noch, aber sie kennen René Char, haben sie mal zwei, drei Zeilen gelesen. Also die Kenntnisse auf dem Gebiet sind minimal und sie sind auch biografisch überhaupt nicht prägend, die Auseinandersetzung damit. Da war schon da war man vielleicht Anfang der 60er Jahre schon manchmal weiter. Und man muss natürlich auch sagen, dass wenn man in der Literatur sich umschaut, dass die Shoah vielfach und die Massenmorde, den die Nationalsozialisten als ihre wahre Ästhetik betrieben haben, dass die Shoah höchstens oft als etwas sich widerspiegelt darin, dass man sich von der Macht distanzieren will, vom Weltlauf. Also man ist, die Literatur erscheint immer als die Tugend, die sich einem bösen, machtvollen Weltlauf gegenübergestellt sieht. Ich finde, das ist nicht nur zu kritisieren, das ist ein Missstand irgendwo. Für die Verantwortung, also da, wesentlich, statt, wir haben immer gesagt, statt kollektiver Schuld, kollektive Verantwortung. Und für die Verantwortung kann man, ich gehe jetzt nicht auf diese ganzen politischen Implikationen der Verantwortung ein, sondern jetzt gehe ich auf Erich Hackl kurz ein. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Erich Hackl hat eine Voraussetzung mitgebracht in die Literatur, die ihn teilweise mit mir verbindet, teilweise auch mit Karl Markus Gauss verbunden hat. Aber Erich Hackl hat einen ziemlich breiten Zugang zur Literatur in anderen Ländern gehabt. Er ist ausgegangen von der südamerikanischen Literatur, spanischen Literatur. Er hat genau diese internationale Literatur der Befreiung, nicht in allen Aspekten, aber in vielen Aspekten gekannt, hat auch übersetzt, sei es ein Eduardo Galeano oder Idea Villarinha oder ein Roque Dalton zuletzt wieder. Er hat mit dieser internationalen, einer Befreiungsliteratur von vornherein angefangen. Das heißt, für ihn war diese österreichische Innovations-Avantgarde-Literatur und die damit verbundenen Moden und sonstigen Behauptungen nicht relevant oder konnten nicht so im Zentrum stehen.
glaube, dass auf dieser Grundlage angefangen von Auroras Anlass bis jetzt hinab zur Amseil. Auf dieser Grundlage Erich Hackl in seiner Literatur so etwas wie einen kleinen Befreiungskampf führt, großen Befreiungskampf führt, einen Befreiungskampf um die Erinnerungen, aber und um auch die Würdigung, um die Aufsprengung von Abkapselung, um die Darstellbarkeit von widerständigen Menschen und ihren wirklichen Tragödien. Die sind ja keine zufälligen Tragödien, wie jemand, der einen Autounfall hat, sondern es sind wirkliche Tragödien, die aus der Konsequenz ihres Lebens und ihres Kämpfens, ihres Einsatzes für etwas entstehen. Das heißt, hier überhaupt einen Begriff des Tragischen, der über das Beileidssagen hinausgeht, entwickeln. Und hier auch natürlich versucht, etwas einzugreifen durch die Publizität, die er den Dingen schafft. Das wissen wir schon natürlich von Abschied von Sidonie, dass er durch die Publizität dieses Buches überhaupt ein Gedenken an Sidonie Adlersburg ermöglicht hatte in Sirning bei Steyr oder in Steyr. Oder er hat versucht, durch die mehreren Auflagen immer wieder neu fortgesetzte Erzählung Sarah und Simon etwas beizutragen zu der Suche von Sarah Mendes in Argentinien nach ihrem Sohn Simon, der in der Militärdiktatur der Gefolterten und Gefangenen weggenommen worden ist. Und ich glaube, irgendwann hat sich ein bisschen angedeutet, dass es ein Happy End ist, aber wirklich ein Happy End hat es nicht gegeben. Aber das Wichtige ist hier, dass er als Schreibender und Publizierender versucht hat, eine öffentliche Macht auszuüben, etwas ans Licht zu bringen, eine Wahrheit herauszubringen, an der man nicht mehr so leicht vorübergehen kann. Das heißt, es gibt hier auch bei Erich Hackl keine solche abstrakte Leugnung der Macht, sondern den Versuch, durchaus auch als Publizist, als Schreibender in einem gewissen Grad, und das sind sehr enge Grenzen gesetzt, eine Macht auszuüben. Ich habe da noch eine ganz schöne kleine Kramergeschichte im Petto, die auch ein Grund ist, warum es den Theodor Kramer Preis gibt und geben muss. Im Jahre 2002 hat der Klagenfurter Germanist Albert Berger bei einer Veranstaltung zur Ästhetik des Nationalsozialismus gesprochen und in diesem Zusammenhang Theodor Kramer, Ernst Waldinger und andere Autorinnen des Exils als eigentlich im Grunde einer Zwischenkriegsgeneration, die vollkommen uninnovativ und folgenlos literarisch geblieben ist, zugeordnet, die keine Eigenart überhaupt aufweist. Dies insbesondere auf Theodor Kramer. Unter dem Banner hier eine Kritik der nationalsozialistischen Ästhetik zu betreiben, wurde eine Kritik der Autorinnen und Autoren betrieben, die dann von den Nazis ins Exil getrieben worden sind. Und die wurden als nicht innovativ denunziert. Gut, das ist oft geschehen, das ist durch Schmidt-Engler geschehen, das ist durch Albert Berger von Klagenfurt geschehen. Aber das im Zusammenhang mit einer Kritik der nationalsozialistischen Ästhetik, einen Kramer gewissermaßen unterzuordnen unter Blut und Bodenliteratur, hier wieder, das halte ich in der Methode und in der Konsequenz für etwas, was doch
mit strukturellen Antisemitismus erklärt werden kann. Und ich glaube, der Erich Hackl ist einer, der uns da ein bisschen geholfen hat, ein bisschen über den Rand dieser Dinge hinauszuschauen. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wenn man alt und müd wird, fängt man an, sich selbst über die Schulter zu blicken. Der pensionsreife Schriftsteller, also dem 22-jährigen Lehramtskandidaten für Deutsch und Spanisch, der in der Wohnung seiner Freunde Adalbert und Karl Markus Gauss in der Salzburger Hans-Sachs-Gasse einen Aufsatz zu schreiben beginnt. Zum ersten Mal, so beginnt er den Aufsatz, zum ersten Mal las ich Theodor Kramers Gedichte auf dem Umschlag eines schmalen Hefts, das ich zufällig aus einem Buchregal zog, über einer wunderschönen Titelvignette, auf der ein ländlich wirkendes Paar abgebildet war. Die Frau trug ein Kopftuch und hielt einen Strauß langstieliger Wiesenblumen. Der Mann hatte den rechten Arm um sie gelegt und schaute ein wenig missmutig, als sei er von der Zeichnerin Ruth Knorr eben bei einer Unschicklichkeit ertappt worden. Vielleicht lächelte er auch bloß unter dem gesträubten Schnurrbart. Das Kind neben ihm sah mich neugierig an. Mit der einen Hand hielt es eine kleine Fahne, mit der anderen führte es eine Ziege mit prallen Eutern. Die Katze vor dem Ziehbrunnen saß gespannt und aufrecht am unteren Bildrand, aber ihr Schwanz lag ruhig am Boden. Im Hintergrund saßen vor der strohgedeckten Hütte zwei Menschen an einem roh gezimmerten Tisch. Sie hielten riesige Gläser prostend erhoben. Die beiden Vögel auf dem Dach waren voneinander abgewandt und blickten in entgegengesetzte Richtungen. Dahinter war der Zwiebelturm einer Kirche zu sehen und am Horizont ging die Landschaft in den ein wenig helleren Himmel über. Diese naive, ruhige Zeichnung stellt zweifellos eine Idylle dar. Dem Beschauer wird ein Ausschnitt aus einem friedlichen und einfachen ländlichen Leben geboten. Dass so ein Leben nicht immer friedlich und auch nicht immer so einfach abläuft, das erfuhr ich auf den knapp 30 bedruckten Seiten dieses Poesiealbums 96. Die darin enthaltenen Gedichte stammen von einem bei uns immer noch vergessenen Schriftsteller, vom Österreicher Theodor Kramer. Wie dem Eigenzitat und dem Erscheinungsjahr des Aufsatzes 1977 zu entnehmen ist, liegt meine Entdeckung Kramers lange zurück. Mit der Begeisterung für seine Gedichte habe ich als ersten Karl Markus Gauss angesteckt, der 6 Jahre später einen grundlegenden Essay über Theodor Kramer und einige Stereotypen der Literaturwissenschaft schreiben sollte. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Unvergesslich sind mir unsere mehrtägigen Wanderungen durch die Wachau und das Weinviertel geblieben, 1976 zu Fuß, 1977 mit dem Rad, die Gauss und mich vom Melk über Krems hierher nach Niederhollerbrunn führten, wo Kramer als Sohn des jüdischen Gemeindearztes Max Kramer und seiner Frau Babette 80 Jahre zuvor geboren war. Insgeheim hofften wir, hier noch Spuren von ihm zu finden, aber ich vermag nicht mehr zu sagen, ob wir das ebenerdige Gebäude auf dem Kirchberg, in dem ein Kindergarten untergebracht war, als das ehemalige Doktorhaus erkannten, oder ob wir ahnungslos an ihm vorübergingen, ehe wir leicht enttäuscht über die Diskrepanz zwischen Kramers lebensvollen Gedichten und der aufreizenden Lehre im Dorf nach Wien weiterradelten. Dort trennten sich unsere Wege. Während Gauss mit dem Zug zurück nach Salzburg fuhr, nahm ich tags darauf am Protestmarsch gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf teil. Ich erwähne ihn nicht so sehr deshalb, weil er mir als Erinnerungsstütze für die Datierung unserer säkularen Wallfahrt gedient hat,
sondern weil er den gesellschaftlichen Kontext andeutet, in dem sich die Kramer-Renaissance in der Folgezeit entfalten sollte. Mit ihrer Modernisierungsideologie stimmte die Sozialdemokratie der Beseitigung all dessen zu, was ökonomisch nicht verwertbar schien, und stand damit, sowie mit ihrem Eifer, die Gegenwärtigkeit eines Menschenlebens der Zukunft zu opfern, in schroffem Gegensatz zu Kramers Dichtung. Deshalb erschien mir die Strecke von Tulln nach Zwentendorf, die der Demonstrationszug an einem glühend heißen Junitag zurücklegte, auch als weitere Etappe unserer Wanderungen auf Lehm, Löss und Asphalt. Ich war mir sicher, dass Kramer mit den AKW-Gegnern sympathisiert hätte. Lebte er noch, dachte ich, dann würde er ein Gedicht über sie schreiben. 11 Jahre später kehrte ich nach Niederhollerbrunn zurück, um bei einer Tagung der inzwischen gegründeten Theodor Kramer Gesellschaft einen Vortrag zu halten, in dem ich 3 Aspekte seines Werks hervorhob, die mich besonders ergriffen hatten. Erstens war ich in den Versen der Welt meiner Eltern wieder begegnet und damit ihrer auf dem Land im bäuerlichen oder handwerklichen Milieu aufgewachsenen Generation und hatte dabei vieles von dem gefunden, was durch ihre Erzählungen aus Kindheit und Jugend auf mich gekommen war. Härte und Verlassenheit, Mangel und Übermut, Eigensinn und Sehnsucht nach Gemeinschaft. Zweitens, die Einforderung einer betörend schlichten, geografisch klar umrissenen Landschaft, die für mich von Steyr aus gesehen jenseits der Enns begann und Weinviertel, Machfeld und Burgenland einschloss. Gegenden also, die den weiten Horizont versprachen, der mir zwischen den Tälern und Almen der Voralpen fehlte. Dazu die Randbezirke der Großstadt, staubige Straßen, Städten, Hinterhöfe, all das, was mir als Kind, das einmal im Jahr die Großtante in Otterkring besuchen durfte, Wien bedeutete. Auch in meiner Geburtsstadt hatten mich solche Viertel früh angezogen. Die verwinkelten Gassen von Steyrdorf und der Wehrgraben mit seinen Gerinnen, alten Fabriken und ewig feuchten Arbeiterwohnungen. Drittens die Überzeugung, dass Kramer seinem Anspruch, Stimme derer ohne Stimme zu sein, gerecht wurde. Was er schrieb, war keine Elendsdichtung, keine lyrische Genremalerei, keine Anbiederung an die Stromer, Schnitter, Kellnerinnen, Zimmermaler, Eisenbahner, Prostituierten, die seine Gedichte bevölkern. Unbewusst aber hatte ich in meinem frühen Aufsatz Kramers Dichtung in ihrer Bedeutung noch höher eingeschätzt. Das verraten die Namen anderer Schriftsteller, mit denen ich sie aus dem Käfig der Heimatkunst bzw. der neuen Sachlichkeit, in den die Philologen sie sicherheitshalber gesperrt hatten, holen und in die Weite der Weltliteratur stellen wollte. Des Ungarn Attila Joschew, des Peruaners César Vallejo, des in London ansässigen Österreichers Erich Fried, von dessen Exilfreundschaft mit Kramer ich damals nichts wusste. Nicht zufällig zitierte ich mit Stefan Hermlin und Bernd Jentsch 2 Schriftsteller aus der DDR. Ich hätte auch ihre Landsleute, den Dichter Wulf Kirsten, die Literaturwissenschaftlerin Silvia Schlenstedt oder die Lektorin Marianne Dreyfus nennen können, denn dort, im nachmalig verunglückten Arbeiter- und Bauernstaat, wurde Kramer in den 70er Jahren viel stärker wahrgenommen als in Österreich. Dass fast gleichzeitig mit mir der Autor und Musiker Hans Eckart Wenzel Kramer für sich entdeckt hat, sollte ich erst Jahre später erfahren. Haltbar an meiner Kramer-Verehrung war die Einsicht, dass der Dichter aus einem immensen Fundus an beobachteten, erlebten oder erlesenen Handlungen, Fertigkeiten und Regungen geschöpft und dafür eine Sprache gefunden hat, die möglichst einfach und zugleich vielfältig ist, reich an Nuancen und Begriffen. Die feste Bauart seiner Gedichte, ihr balladesker Ton, der Endreim, war nicht dem Festhalten an Konventionen geschuldet, sondern Ausdruck seiner Überzeugung, dass die Menschen am Rand ungeachtet aller Bedrängnis imstande sind, sich einen Reim auf ihre Existenz und die ihrer Lebens- und Leidensgefährten zu machen. Trotz seiner bildmächtigen Sprache kam Kramer ohne Metaphern aus. Lernen ließ sich von ihm für mich, dass die Zuneigung, Fürsorglichkeit des Autors gegenüber seinen Heldinnen, Helden aus der Formgebung des Materials resultieren muss. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang,
der Hinweis des Musiksoziologen Kurt Blaukopf in einem ungemein anregenden Gesprächsprotokoll von Konstantin Kaiser aus dem Jahr 1983, dass Cramer behauptet habe, beim Schreiben eines Gedichts als erstes das Metrum zu verzeichnen. Auf sein Formbewusstsein verweist auch Cramers poetologische Skizze von 1931, der zufolge er den Gefühlsinhalt eines Gedichts in den Aufbau zu verlegen versuche. Die Worte wähle ich möglichst karg und dinglich. Das erinnert mich an die Arbeitsweise der uruguayischen Lyrikerin Ilea Villariño, deren Gedicht ich übersetzt und mit der ich mich angefreundet hatte. Für sie war die Beschäftigung mit den prosodischen Elementen eines Gedichts wichtiger als dessen Inhalt. Denn wie transzendent oder intensiv seine Aussage auch sein mag, so Idea, ob es wirklich ein Gedicht ist oder nicht, hängt von der Abfolge seiner Laute ab, von seinem Rhythmus, davon, wie es gesagt wird. Dabei wurden Villarinos Verse wie die Cramers gerade wegen ihrer Eindringlichkeit als kunstlos wahrgenommen. Jedenfalls sind nicht der Einfall, die Fabel oder der Stoff für das Gelingen eines literarischen Vorhabens ausschlaggebend, sondern deren gestalterische Anverwandlung. Eine Binsenweisheit, könnte man glauben. Nur wird sie in der Literaturkritik zumeist auf Ratgeber- und Nörglerniveau erörtert. Meiner Cramer-Verehrung lag auch das Bedürfnis zugrunde, auf der Suche nach Gleichgesinnten in die Geschichte zurückzugehen. Ich sah das nicht als Flucht aus einer farblosen, widrigen Gegenwart, sondern als Übernahme einer rebellischen Tradition, die einem helfen kann, nicht klein beizugeben. Es gilt, Österreichs Vergangenheit nach republikanischen, demokratischen und sozialistischen Elementen zu durchforschen, hatte ich, etwas vollmundig, in meinem ersten Aufsatz geschrieben. Gefährten, Gefährtinnen, für dieses Unterfangen sollte ich, von Karl Markus Gauss abgesehen, einige Jahre später unter den Proponenten und Aktivisten der Theodor Cramer Gesellschaft finden. Ihre geistreichen Studien zu Cramers Leben und Werk und ihre Hinwendung zu anderen vertriebenen und vergessenen Schriftstellern haben mich inspiriert und bestärkt. Das trifft in erster Linie auf Konstantin Kaiser zu. Wir lernten uns im Herbst 1982 kennen in Wien, wo er in der Galerie in der Künstlerhauspassage arbeitete und ich meinen Zivildienst ableistete. Kurz darauf besuchten Gauss und ich ihn und Sieglinde Bolbecher in ihrer Wohnung in der Engertstraße. Noch ahnte ich nicht, dass wir dort wenige Jahre später Nachbarn werden sollten. Hier ist nicht der Platz, um über Untiefen und Lücken unserer Freundschaft zu sprechen, wohl aber dafür, seine Bedeutung für meine geistige Entwicklung zu bezeugen. So schwer es mir fiel, seinen Ausführungen zur Literaturgeschichte, Philosophie, Politik, überhaupt zu allen Aspekten des Menschseins zu folgen, so bereichernd waren diese für mein schwerfälliges Denken, das eher nach einem Wort Eduardo Galeanos eine Art Fühldenken war und bis heute geblieben ist. Kaisers Einfluss auf mich erweist sich auch daran, dass er unter allen Autoren derjenige ist, den ich in meinen Schriften am meisten zitiert habe, weil mir seine Überlegungen und Erkenntnisse immer dann auf die Sprünge geholfen haben, wenn ich nicht weiter wusste. Kaiser war es auch, der Gauss und mir vorschlug, einen Aufsatz über Theodor Cramers literaturgeschichtliche Stellung zu verfassen. Er war auf uns gekommen, weil wir ihm als Bundesgenossen im Streit um Arten und Unarten einer Literaturbetrachtung erschienen. Unter diesem Titel hatte ich im Juni-August-Heft 1982 des Wiener Tagebuch Wendelin Schmidt-Denglers Fleißarbeit über Gedicht und Veränderung zur österreichischen Lyrik der Zwischenkriegszeit zerzaust. Der künftige Wiener Germanistikpapst hatte darin ein haarsträubendes Fehlurteil über Cramer und andere Nazi-immune Dichter gefällt, indem er sie mit Weinheber, Billinger und Konsorten zusammengewürfelt und allen zusammen keine Veränderung in sprachlicher Hinsicht, Ablehnung der Stadt und Technik, Idealisierung der Natur, Abstinenz von nahezu jeglicher aktualitätsgebundenen Aussage attestiert hatte. Gauss,
nahm Kaisers Vorschlag sofort an und schickte mir als Arbeitsgrundlage ein achtseitiges Konzept, das in seinem kritischen Gehalt, seiner Klarheit und Stoßrichtung schon alles enthielt und übertraf, was ich zur Sache beitragen hätte können. Deshalb zog ich mich aus dem Projekt zurück. Gauss' Aufsatz erschien im Jahr darauf unter dem Titel Natur, Provinz, Ungleichzeitigkeit im Theodogramma-Sonderband der Zeitschrift Zirkular. Er stellt nicht nur deshalb eine Zäsur dar, weil in ihm der Nachweis erbracht wurde, dass sowohl Kramers Aufwertung von konservativer als auch seine Abwertung von pseudoprogressiver Seite wie der Schmidt-Denglers jeweils mit den gleichen, nur gegensätzlich bewerteten Befunden jeder Grundlage entbehrten, sondern weil Gauss das von Ernst Bloch entlehnte Konzept der Ungleichzeitigkeit einbringt, um in der dingversessenen Lyrik Kramers einen Autor auszumachen, der sich der Widersprüchlichkeit seiner Zeit gestellt hat. Einen, ich zitiere, der weit über das Bestehende, weit auch über dessen Negation hinausweist. Ein auch heute noch zukünftiger Autor, der selbst in den traurigsten Liedern mehr Utopie von menschlichen Zuständen gestaltet hat, als die meisten Rhetoriker der Befreiung. Anders als bei Gauss und bei mir, standen bei Kaiser von Anfang an Kramers Exilerfahrung und die daran geknüpften Ängste, Erschütterungen und Enttäuschungen nach 1945 im Zentrum seiner Arbeit. Einmal wollte er mich für ein gemeinsames Projekt über die Rückkehr des Theodor K. gewinnen. Ihm schwebte eine dramatische oder radiophone Weiterführung eines Essays vor, den er im September 1983 unter dem Titel »Warum einer nicht nach Hause kommt« Theodor Kramers langsame Heimkehr aus dem Exil veröffentlicht hatte. Das Elend Österreichs nach der Befreiung vom Faschismus, die Übereinkunft der hegemonialen politischen Lager, die Vertriebenen nicht heimzuholen und wenn doch, dann nur auf Basis einer Versorgungsexistenz, also bloß unter Befriedigung der stofflichen Lebensbedürfnisse, jedenfalls nicht um ihre Mitarbeit, Mitgestaltung am gesellschaftlichen Leben zu erbitten, diese Verdrehungen und Versäumnisse zu durchleuchten, ihre Auswirkungen auf die Gegenwart darzustellen und vor allem in der Gegenwart aufzuheben, das ist Kaisers, das war Bolbechers verwegenes Ziel und das ist es für die seit 1984 bestehende Theodogramma-Gesellschaft im Allgemeinen bis heute geblieben. Unmittelbar mit diesem Anspruch verbunden waren die unverhofften Begegnungen, die sich infolge unseres leidenschaftlichen Interesses an den Verfolgten und Vertriebenen ergaben. Die Zeit reichte nicht, sie alle aufzuzählen, die mir im Lauf der Jahre, Jahrzehnte das Leben versüßt oder gewürzt haben, die uns und die vielleicht auch wir ein Stück weit gestärkt haben. Frédéric Breinin, Stella Rothenberg, Elisabeth Freundlich, Fred Wander, Ruth Tassoni, Theo Waldinger, Else Leichter, Friedrich Katz, Alfredo Bauer, Fritz Kalmer, Franz Kein oder Erwin Kvoeker, Kramers jüngerer Freund und Nachlassverwalter, erster Vorsitzender auch der Kramer-Gesellschaft, der sich infolge unseres Überschwangs aus der Defensive traute, in die ihn die falschen Kramer-Interpreten getrieben hatten. In die freudige Erinnerung an sie alle mischen sich Wehmut, Trauer und auch eine Spur Angst im Wissen darum, dass man nun ohne ihre Gegenwart näher zur Wand steht. Weil sie paradoxerweise, wenn man ihr Alter bedenkt, uns die Zukunft offen gehalten haben. Einige von ihnen sind erst durch uns auf Theodor Kramer gekommen. Dann gibt es auch die Bruderschaften, die aus der gemeinsamen Passion für seine Gedichte entstanden sind. Ich für meinen Teil erinnere mich, wie mir nach einer Lesung in Aachen im Wirtshaus der Maler Rudolf Schönwald, den ich schon vorher geschätzt, aber nicht gekannt hatte, zu meiner Überraschung einige Kramer-Gedichte frei aus dem Gedächtnis vorgesagt hat, in seiner einzigartigen Redekunst. Seither sind wir, wie Keim sagen würde, miteinander in der Freundschaft. Ich erinnere mich auch an die erste Begegnung mit Peter und Renate Zwetkow im Café Sperl,
an einem Fenstertisch neben bärbeißigen Billardspielern. Frühe Kramer-Verehrer hatten die Zwetkows den Dichter um den Jahreswechsel 1957-58 in seinem ärmlichen Wiener Pensionszimmer besucht. Peter spielte ihm tags darauf seine Vertonungen von 7 Gedichten aus dem Zyklus Die untere Schenke vor. Mehr über diese Begegnung werden Sie gleich erfahren. Peter Zwetkow, der Widerstandskämpfer und Komponist, ist vor 8 Jahren gestorben. Aber Renate ist da und das Band der Freundschaft, das uns hält. Alt und müd, so habe ich meine Rede begonnen. So alt ist der Preisträger, dass Kramers Geburtstagsgedichte mit 50, 55, von 50 bis 60 ihn glatt verfehlen. Einen, der für alles immer länger braucht und oft ratlos ist, ich könnte auch sagen verdrossen, weil nichts weitergeht, in die erträumte Richtung, auf einen Weg, der in eine Welt ohne Kriege und Ungerechtigkeiten münden soll, in der die Menschen und überhaupt alles, was kreucht und fleucht, genug zum Leben haben sollen, alle ungefähr gleich viel, jedoch zum Trinken und zum Lesen ganz nach Bedarf. In seinem schon erwähnten Blaukopf-Protokoll hatte Konstantin Kaiser eine frühe Spur zu meiner Verdrossenheit gelegt. Zu vieles, scheint es, schreibt er, ist Privatangelegenheit geworden, was doch jedermann zugänglich öffentliches Interesse sein sollte. Vielleicht haben zu viele zu früh aufgehört zu kämpfen, im Vertrauen auf eine neue Generation von Kämpfern, die eben nicht herangewachsen ist. 37 Jahre später ist die Privatisierung öffentlichen Interesses kaum noch rückgängig zu machen. Das wirft Fragen auch hinsichtlich der Aktualität Kramers auf. Haben seine Gedichte inzwischen nur noch einen archäologischen Wert, nämlich für die, die ihren sozial-utopischen Gehalt nicht einmal mehr leugnen, sondern ihn einfach nicht mehr begreifen? Oder anders gefragt, haben sich durch die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte die gleichen falschen Oppositionen in unser Dasein geschlichen, von denen wir glaubten, sie in der Auseinandersetzung um die richtige Lesart Kramers für immer überwunden zu haben? Daran musste ich denken, als ich unlängst aus Anlass des Erscheinens seiner Beskidenchronik auf Deutsch einen Kommentar des polnischen Schriftstellers Andrzej Staszczuk las. Dieser stellte mit Sorge und Ingrimm fest, dass sich seine Landsleute in der Gewissheit, den Wettlauf mit dem Westen endgültig verloren zu haben, auf die Beschwörung der ins Ruhmreiche verzerrten nationalen Vergangenheit zurückgezogen hätten. Und die Vergangenheit sei das, was vorbei ist. Staszczuks Skepsis ist uns vertraut. Wir kennen sie seit Beginn des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs der extremen Rechten in Österreich, Haider, dann Strache, hinten nach ein langer Rattenschwanz, als ein Großteil derer, die sich für kritisch und oppositionell hielten, eine Rettung nur noch von außen erhofften, vom Aufgehen Österreichs in ein europäisches Imperium, das sie sich als eine Art großdeutsches Disneyland vorstellten, das von wackeren Antideutschen angeführt wird. Kramer hatte mit Europa nichts am Hut. Er war Patriot und Internationalist in einem, wie Attila Joschew und César Vallejo, und die Vergangenheit war ihm etwas, das eben nicht vergangen ist. Geschichte, die Chancen für die Zukunft bereithält, solange sie in der Gegenwart umstritten ist. Aber nicht sein dialektisches Weltverständnis, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der Legionen von Intellektuellen Europa, den Westen, mit Fortschritt, Nation mit Verderben und Geschichte mit Vorbeisein gleichsetzen, ist mehrheitsfähig, ist es längst geworden. Wie seinerzeit im Urteil über Kramers Gedichte sind sich die Liberalen und die Reaktionäre einig im Befund ihrer Völker, nur dass diese gut finden, was jene verabscheuen. Und die Linke ist hilflos.
Ich muss mich für den trüben Ausklang entschuldigen. Aber die Zeiten eignen sich eben wirklich nicht für einen besseren. Was den fälligen Dank des Preisträgers angeht, der sich wegen des Namensgebers über eine Auszeichnung noch nie so gefreut hat wie jetzt, so will er es mit Theodor Kramer halten. Blaukopf zufolge hatte Kramer die Honorare für Privatlesungen, die er zwischen 1934 und 1938 in wechselnden Wohnungen seiner Gönner abhielt, dankbar, weder kniefällig ergeben noch olympisch erhaben angenommen. Er hat das anerkannt. So wie jetzt ich die Entscheidung der Jury. Als wir beide telefoniert haben und ich die Freude hatte und die Ehre hatte, dich zu fragen, ob du diesen Preis annimmst und du dann freudig Ja gesagt hast, haben wir auch darüber gesprochen, wie wir diesen Abend musikalisch gestalten können. Und sehr schnell war klar, es war dein Vorschlag, dass wir die Eigenart von Theodor Kramer, das Wort ist heute gefallen, und die Einzigartigkeit dieses Theodor Kramer, zugleich veredelt durch Musik, in den Mittelpunkt stellen sollten. Und wir sind darauf gekommen, das war dein Vorschlag, dass wir die noch nie aufgeführten vier Lieder von Peter Zwetkow aus dem Jahre 1950 oder um 1950 aus dem Sammelband Die untere Schenke zur Aufführung bringen sollten. Das war mir sehr sympathisch. Und ich war Renate Zwetkow, die es dann ermöglichte, dass wir die Originalhandschrift haben konnten und dass dann Regina Hopfgartner vom Mozarteum in Salzburg und Gregor Unterkofler, ehemaliger Student des Mozarteums, diese Lieder jetzt aufführen können. Und ist nun so, dass sich Renate Zwetkow erinnert an diese erste Begegnung mit Theodor Kramer, unmittelbar nachdem Kramer 1957 aus dem britischen Exil nach Österreich zurückgekommen ist. Ottmar Costa, der ehemalige Chef der ganzen Musik im Sender Tirol, Innsbruck, und sehr bekannter Musiker, hat diese Erinnerungen in einem Beitrag, in einem Jahrbuch der Kammergesellschaft des Jahres 1992 festgehalten. Und ich zitiere nun Sie, liebe Frau Zwetkow. Costa schreibt, die Begegnung Zwetkow-Kramer, wobei Zwetkow diese Lieder schon viel früher entdeckt hatte, also 1946 die untere Schenke, und er hat dann, als er diese Entdeckungen gemacht hat und verstanden hat, aufgrund seiner eigenen Herkunft, seiner eigenen Erfahrungen, seiner eigenen Prägungen, als widerständiger Mensch, hat er mehrere Texte Kramers vertont, aus der Gauner Zinke der 20er Jahre, aus der Ziehharmonika aus der Mitte der 30er Jahre, aus der unteren Schenke und so weiter. Die Begegnung Zwetkow-Kramer gibt uns ein lebendiges Bild von den Lebensumständen des heimgeholten großen österreichischen Dichters. Und Renate Zwetkow war dabei. Sie erinnert sich. Das Haus, in dem Kramer wohnte, als er zurückkam, war in einem desolaten Zustand. Vielleicht bestand sogar Einsturzgefahr.
Wir schauten jedenfalls, dass wir rasch ins Stiegenhaus hineinkamen, denn oben am Dach schlug der Wind ein Blechteil hin und her. Wir läuteten. Oben auf dem Treppenabsatz erschien ein nicht so kleiner, etwas altertümlich wirkender Mann. Er erinnerte uns in seiner Erscheinungsform an einen jüdischen Schuhwert. Kammer bat uns einzutreten. Der Heimkehrer wohnte in einem Zimmer, das gerade mit dem Nötigsten ausgestattet war: Stuhl, Tisch, Bett. Wir, Peter und ich, mussten auf dem Bettrand sitzen. Der völlig schmucklose, armselige Raum machte auf uns den Eindruck der Trostlosigkeit, der Verlorenheit. Längere Zeit saßen wir einander wortlos gegenüber. Für uns waren es Augenblicke der Betroffenheit und Ergriffenheit. Im folgenden Gespräch erzählte Peter, wie es zu den seinen Kramerliedern gekommen ist, ganz spontan und elementar. Es war da ein verwandtes Gefühl, eine verwandte Sprache, die Leidenschaft für eine gemeinsame Sache. Nach dem Besuch bei Kramer war vereinbart, ich muss noch hinzufügen, Peter Svetkov ist auch ein Student, der in Salzburg studiert hat am Mozarteum, bei Wilhelm Keller, über den ich jetzt gerade eine Biografie geschrieben habe, und bei Karl Orff. Nach dem Besuch bei Kramer war vereinbart, in ein nahes Beisel zu gehen. Und da gibt es einige so Hinweise, was dort passierte. Michael Guttenbrunner, auch einer unserer Kammerpreisträger, hat in einem Büchlein für Peter Svetkov Folgendes geschrieben: Ein musikalisches Denkmal jener Zeit, das in ungetrübter Erinnerung fortlebt, sind Svetkovs Kammer. Der Dichter selbst hat sie noch kurz vor seinem Tod gehört und erstaunt akzeptiert. Und dann redet er über einige andere, Guttenbrunner über einige andere Kompositionen, die Schnapshütte zum Beispiel und andere Texte. Und Costa, der Musikhistoriker und Musikkenner, schreibt zum Schluss: Die Kramerlieder haben meines Erachtens in den 40 Jahren gehalten. Ich weiß gar nicht, ob Costa die vier Burgenländerlieder gehört hat. Ich weiß es nicht. Sie sind um nichts schwächer geworden. Dichter und Komponist sprechen eine Sprache, die nicht einer besonderen Interpretation, der Apologie oder der Exegese bedarf. Da ist der Wind, da ist die Erde, da ist die Luft, da ist der Mensch. Leid und Mitleid, Leben und der ganzen Spannung zum Tod, und ich sage auch die Sehnsucht von Menschen nach einem glückhaften Leben. Theodor Kramer und Peter Svetkov haben in einer desolaten Welt, in einer finsteren Zeit, in der die Sprache zu sterben droht, von dem geredet, was Menschsein erst ausmacht. Und ich denke, wer sensible Fühler hat für Kramer und für die Musik von Svetkov, wird das jetzt in der Interpretation von Gregor Unterkofler und Regina Hofgartner sicherlich erfahren. Es blieb zum Spielen mir nur wie
kommend, Vater, kommen. Sie treibt die Ziegen immer in die Senke. Du weißt, am Hang wächst Würziger das Kraut. Schön bläst die Flöte abends bei der Tränke. Die Milch verkocht sich auf dem Herd zu Haut. Längst ist die Röte überm See verglommen. Nun kannst du jeden Abend, Vater, kommen. Im Zauneck stehen dir noch ein paar Tomaten. In Ockau ist der
Flecken, im Sand hält sich nur noch der Krähen. Schön ist es.